Österreichs Kinder und Jugendliche werden immer dicker. Aktuelle Zahlen weisen auf einen alarmierenden Trend hin. Bereits jedes vierte Kind im deutschsprachigen Raum gilt als übergewichtig, Tendenz steigend. Die Initiative Sportland Oberösterreich bewegt hat es sich zum Ziel gesetzt, vor allem die Jugend wieder mehr für Sport und Bewegung zu begeistern. Das Problem zurzeit bei Kindern, und das Problem setzt immer früher an, dass einfach Fettleibigkeit im Vormarsch ist. Und wir bisher immer nur geredet haben, man muss etwas tun, man sollte etwas tun. Und wir jetzt konkret ab Herbst, also ab Oktober dieses Jahres, mit einem Projekt starten in den Kindergärten, in den Volksschulen, um hier wieder Kinder in Bewegung zu bringen. Oder eigentlich muss man die Kinder nur in Bewegung halten. Die werden ja oft in ihren Bewegungsdrang eingebremst. Ich bin natürlich überhaupt der Meinung, dass es für Kinder äußerst notwendig ist, dass sie sportlich aktiv sind. Vor allem auch im Mannschaftsbereich. Sie lernen hier nicht nur soziale Kompetenz, sie lernen auch Verlässlichkeit, sie lernen auch einfach Ziele anstreben, sie lernen gewinnen und verlieren. Auch das ist wichtig. Fernsehen, Computerspielen, mit dem Auto zur Schule gefahren und wieder abgeholt werden. Durch zu viel Bequemlichkeit im Alltag verlieren viele Kinder ihre angeborene Lust am Herumtollen. Die Eltern sind eben Vorbilder, und was die Eltern selbst vorzeigen, das machen dann, glaube ich, auch durchaus die Kinder ganz gern. Also wenn man hinterm Computer sitzt, ist man nicht gerade sehr in Bewegung. Und wenn man dann noch ein entsprechendes Junkfood, um es auf den Punkt zu bringen, täglich konsumiert, naja, also falsche Ernährung, wenig Bewegung, das Ergebnis kennen wir. Wenn es für Papa oder Mama das höchste der Gefühle ist, am Wochenende stundenlang vor dem Computer oder dem Fernseher zu sitzen, wird also auch das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Hobbysportler werden. Also, liebe Eltern, geht mit gutem Beispiel voran und bewegt zwischendurch doch mal mehr als nur die Hand, die die Fernbedienung hält.